Siel ist ein kleines Dorf an der ostfriesischen Küste. Das Leben spielt hier an der Wasserkante und hat seinen ganz eigenen Takt. Ebbe und Flut bestimmen hier den Alltag. Wer hier lebt, hat das im Blut. Damit die Brücke nicht so lange auf ist, muss ich immer hier um die Kurve gucken. Die Menschen hier suchen neue Wege und gehen dabei auch mal aufs Ganze. Da war keine Minute mehr über, also das musste jetzt gehen. Sie machen aus ihrem kleinen Sielhafen einen Sehnsuchtsort, in dem Liebe auch schon mal durch den Magen geht. Das sind Urlaubskalorien, die machen auch nicht dick. Und auch wenn es mal hakt. Was er jetzt hat, weiß ich nicht. Eine Lösung haben sie immer parat. Der muss Bommel aussteigen und schieben. Ich habe eine Geschwindigkeit. Eigentlich ist es nachts ruhig in Karolinensiel. Aber heute steht hier Großes an. Das Hafendorf bekommt ein neues Schiff. Reeder Dieter Albrecht hat eine 20 Meter lange Yacht gebaut. Von der Werft an den Hafen geht's nur als Schwertransport und mit Polizeieskorte. Ein schwieriges Unternehmen. Wenn man 20 Monate oder etwas mehr wie 20 Monate an so einem Projekt gearbeitet hat, da hat man auf diesen Tag hingefiebert. Aber man ist den ganzen Tag nervös schon. Ich glaube, das ist auch normal und vielleicht auch gut so. Allerdings gibt's Knackstellen. Die Beamten machen sich Sorgen um die Bäume, die zu tief über der Straße hängen. Die sind aber ausgeschnitten worden, die Bäume. Aber wahrscheinlich nicht weit genug. Aber wir drücken die hoch. Das, was wir abschneiden, kleben wir hinterher auf der Wand. Pille ist hier der Fahrer. Ja, sagen wir mal so, das Ding kostet richtig Geld. Ja, also da ist ein großer Wert auf dem Auto und wir versuchen halt, da keinen Kratzer reinzufahren. Es sind rund 6 Kilometer von der Werft bis zum Hafen. Und die haben es in sich. Kommt so ran vorbei, kein Problem. Rechts steht noch ein Bulli da. Passt das mit der Überbreitentafel? So, rechts haben wir gleich noch eine klare Tafel. Okay, dann hier drüber. Ja, okay. Die Straßen hier sind für so einen Riesen nicht gemacht. Nach rechts. Ja. Gut. Im Zweifelsfall wird umgebaut. Die Maßnahmen sind mit dem Landkreis abgesprochen. Was die Männer hier abbauen, setzen sie später wieder ein. So, okay. Ein neues Schiff für ihr Karolinensiel. Da fiebern viele Dorfbewohner mit. Eike Cornelius ist hier der Ortsvorsteher und voll dabei. Ja, das ist natürlich keine alltägliche Sache, wenn so ein großes Schiff auf der Straße lang fährt hier in der Ortschaft. Und deswegen interessiert das auch mich ganz besonders und auch in erster Linie, dass das hier auch vernünftig über die Bühne geht, dass da nichts kaputt gemacht wird in erster Stelle, weil da muss ich auch genau wissen, was Sache ist. Die Strecke führt mitten durchs Dorfzentrum. Das kann sehr eng werden. Reeder Dieter Albrecht kann erstmal nur zuschauen. Also so richtig wohl fühle ich mich hier hinten nicht. Also ich wäre lieber da vorne am Geschehen. Und wenn man das so sieht, so ein Schiff, wenn das jetzt so an Land ist, wie schwerfällig das alles ist. Wenn das nachher schwimmt, dann können Sie es mit einer Hand wegschubsen und können das Spiel leicht bedienen und bewegen. Und jetzt ist das alles so träge und so unbeweglich und schwerfällig. Warte mal im Start, wir gucken mal wegen die Äste hoch. Jetzt geht die Vollmann hoch. Und dann sind tatsächlich Bäume im Weg. Die Männer wollen vom Schiff aus die Zweige hochdrücken. Mit dem Baum habe ich nicht gerechnet. Den hatte ich nicht mehr in dem Plan. Vorsicht da unten. Der Transport muss zügig vorangehen. Ja, weiter. Weiter. Schließlich haben sie nur ein knappes Zeitfenster. Rechts, PKW, okay. Eigentlich nur Bruchteil von Sekunden muss man entscheiden, ne? Entweder passt oder passt nicht.
Rechts auf Platz. Mit einer Achse müssen sie über den Seitenstreifen. Und dann passiert. Hydraulikleitung. Welche Achse ist das denn jetzt? Ist das die oder die? Ich vermute mal. Das wird diese hier sein. Das darf nicht wahr sein. Ja. Ja, wir haben jetzt eine geplatzte Hydraulikleitung. Das ist jetzt für den Moment erstmal der Super-GAU. Das Problem mit der Hydraulik bedeutet nicht nur Transportstaub. Die auslaufende Flüssigkeit kann die Umwelt schädigen. Das beschäftigt auch den Einsatzleiter der Polizei. Ist hier ein Gulli drunter? Könnt ihr das sehen? Hier nicht. Der Gulli ist da hinten. Nee, die Feuerwehr kommt gleich. Der Sand soll die Flüssigkeit aufsaugen. Dass das nicht noch mehr reinläuft, das ist das Wichtigste jetzt. Mann, oh Mann. Das hätte nicht passieren dürfen. Sie stehen hier denkbar ungünstig. Das hier ist eine Hauptverkehrsstraße zum Außenhafen. Morgen früh rollen hier die LKW an. Zum Glück muss man in Karolinsiel nie lange auf Hilfe warten. Ja, Spezies. Jan, alte Socke. Sieht's aus. Hier hab ich was für dich. Hast du schon aufgebaut? Ja, selbstverständlich. Die Ersatzteile für die defekte Leitung werden vor Ort nachgebaut. Jan hat eine mobile Werkstatt. Anders geht's nicht. Ja, das ist überall verschieden. Da gibt's, ich weiß gar nicht, hunderttausende verschiedene Schlauchgrößen und Sorten, ja. Das ist unser Hydraulik-Spezialist. Der kommt immer bei uns, wenn wir Hydraulikprobleme haben, ne? Und er macht das sehr gut. Man muss ihn auch mal loben. Ne? Ja, das ist auch mal schön zu hören. Ne? Da wird man schon nachts aus dem Bett geklingelt, dann hört man auch noch mal was Schönes. Genau. Jetzt muss Jans Nachbau nur noch passen. Wenn wir das jetzt nicht hingekriegt hätten, morgen früh kommen die ganzen Inselversorger, die LKWs. Was wäre dann passiert? In Wangerooge kein Bier mehr. Die Katastrophe perfekt. Das neue Schiff für Karolinsiel rollt weiter. Es soll den Ort nach vorne bringen. Aber vorher muss es noch sicher ins Wasser kommen. Karolinsiel war früher ein wichtiger Handelshafen. Heute lebt der Ort vom Tourismus und muss sich gegen die Konkurrenz in der Region behaupten. Genau genommen heißt es Karolinsiel-Halesiel, denn der Außenhafen liegt in Halesiel. Das Nordseebad hat vieles, was die umliegenden Orte nicht haben. Zum Beispiel gleich drei Häfen hintereinander. Vom Außenhafen fahren die Schiffe zur Insel Wangerooge. Im geschützten Binnenhafen liegt eine kleine Yachtmarina. Und dahinter ist in den letzten Jahren eine Siedlung auf dem Wasser entstanden. Die Häuser sind deutschlandweit einzigartige Konstruktionen. Einige werden als Feriendomizil vermietet. Es geht den Fluss Hale hinauf bis in den Museumshafen. Hier florierte im 19. Jahrhundert die Frachtschifffahrt. Später wurde der Hafen nicht mehr gebraucht. Er verschlickte und wurde sogar zu einem Parkplatz ausgebaut. Als Teil des Deutschen Sielhafenmuseums wurde er in den 80er Jahren originalgetreu rekonstruiert. Historische Plattbodenschiffe erinnern an die goldenen Zeiten als Handelshafen. Beim historischen Krabbenkutter Gebrüder sollen die Segel angeschlagen werden. Jedes Frühjahr eine komplizierte Operation. Halt jetzt das Schiff fest, oder wie? So, und nun? So, Referpaar fassen. Ja, den muss in die Ohr hin. Ja, das ist lang, so, eins, ja. Halt. Das ist Liegenlocken, Georg. Ja. So, so ist doch. Hier. Gut. Das oben und oben ist und unten unten. Ja, das, bei dieser Masse kann das natürlich verwechselt werden. Ja. Die Gebrüder ist einer der letzten historischen Segelkutter Deutschlands. 1929 wurde er gebaut. Der Kutter gehört zum Deutschen Sielhafenmuseum. Die Crew arbeitet ehrenamtlich. Gut.
Die meisten hier sind seit knapp 20 Jahren dabei und haben in ihrem Berufsleben mit der Seefahrt zu tun gehabt. Das ist alles natürlich auf Zentimeter gearbeitet. Wenn man jetzt hier irgendwo was falsch gemacht hat, dann merkt man das an dem Ende. Dann kann man wieder von vorne anfangen, wenn es nicht passt. Heinzi Boyungs ist 79 Jahre alt und hat lange als Matrose auf Fischkuttern und Frachtern gearbeitet. Altes Schiff wieder. Wo ich angefangen bin mit 14, da waren die Fischkutter ja 10 Meter. Das war alles. Und da musste man alles von Hand machen. Die Bäume hochholen, alles von der Heute geht alles automatisch. Nee, heute sind die auch viel zu groß. Da kann man mit von Hand nicht mehr viel erreichen. Da muss man schon maschinell machen. Nee? Wie sind die so weit? So. Die Männer halten ein Stück Geschichte lebendig. In der Urlaubssaison fahren sie mit Gästen raus ins Watt auf Fischfang und zeigen, wie an Bord eines solchen Schiffes früher gearbeitet wurde. Die Seebären leisten so ihrem Heimatdorf einen wichtigen Dienst. Denn ihr einzigartiges Ausflugsangebot lockt viele Gäste nach Karolinensiel. Den Unterhalt des Museumskutters erwirtschaftet die Crew durch die Einnahmen bei den Ausflugsfahrten. Die Mitglieder investieren viel Zeit und Kraft in ihr Ehrenamt. Ja, manchmal muss man ganz schön gelenkig sein, wenn man hier hochklettert und so. Das schon, ja. Wenn man ein bisschen übergewichtig ist, ist das schon schlechter. Und besonders Heinzi muss immer gut in Form sein. Etwas höher. Er hat nämlich oft noch einen Spezialeinsatz. Etwas höher. Stoppen, stoppen. Okay, ja. War das so? Ja, sitzt gut. Okay. Ja. Soll das jetzt so weitergehen? Der Bootsmannstuhl ist neu und muss für den Ernstfall getestet werden. Stopp! Das reicht! Ja, weil er der leichteste ist, logischerweise. Ne? Dann haben wir nicht so viel Arbeit. Das haben wir sehr schnell rausgekriegt, wer da am besten geeignet ist. Ne? Wir haben zwar hier und da mal ein paar Tests gemacht. Und wenn er nicht da ist, muss das natürlich jemand anders machen. Aber er mag das auch am liebsten. Ne? Er hat da schon ein bisschen Erfahrung dabei. Alles klar so. Ja. Der verhängt einfach. Ein Klo hier. Hey, der Witzka, du. Ja. Kann drinnen. Ja. Runde, okay. Hast du gehauen? Ja. Dann lau dich dir an da. Ein Klo. Muss ich sagen, flink oder gau? Das ist mir egal. Wenn es Probleme mit der Takelage gibt, muss Heinzi hoch. Auch während der Fahrt. Ja, und angekommen. Jo. Dann muss aber gut, ne? Er hat nicht mal gekotzt. Das schaukelt ja nicht. Nee, da kann man ja nicht seekrank werden. So. Wer sagt was? Pause. Prost. 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 Die Segel sind angeschlagen. Die Saison kann kommen. Und jedes Jahr steht ein wichtiger Termin für die Männer und ihr Schiff an. Das große Treffen der Traditionssegler in Karolinensiel, die Wattenzähl. Ja, das ist immer der Jahreshöhepunkt eigentlich für uns, weil das ist halt auch für uns etwas ganz Besonderes, hier an der Wattenzähl als Flaggschiff, als Führungsschiff, beim Einlaufen der Traditionsschiffe dann teilnehmen zu dürfen. Ja, das ist auch für uns ein besonderes Ereignis. Damit die Wattenzähl ein Erfolg wird, müssen viele Schiffe und Gäste kommen. Nur einen Katzensprung vom Deich entfernt liegt der Campingplatz der Familie Boyungs. Moin. Moin. Heinzi Boyungs hat den Platz von seinem Vater geerbt. Er wohnt hier und seine Werkstatt hat er auch hier. Dieses besondere Paddel gehört zu einem kleinen Arbeitsboot und war gebrochen. Heinzi hat es gerade repariert. Dieses Paddel ist zum Fricken, nicht zum Rudern, sondern mit einem hinten. Mit einem zum Fricken. Das können wir heute nicht mehr viele, weil
die paddeln alle mehr, nicht? Und deswegen ist es schlecht, mal immer an sowas ranzukommen, weil die meisten sind zum Paddeln, die sind größer und dicker und schwerer. Nee, aber dieser ist schön leicht. Ich hoffe ja, ich habe den geklebt, nicht, dass das hält. Heinzis Vater war Landwirt im Nebenerwerb und sattelte um, weil immer mehr Leute auf seiner Kuhwiese zelten wollten. Für Heinzi gehören die Camper zum Leben. Wenn ich abends im Wohnzimmer sitze, habe ich alles unter Kontrolle hier. Vor allen Dingen, wenn hier mal einer abends spät kommt und irrt hier durch die Gegend und ich sehe das, dann gehe ich raus und frage, ob ich ihnen helfen kann. Mittlerweile führt sein Sohn hier die Geschäfte. Und Heinzi hat einen Job als Brückenwärter. Da kannst du noch mal gucken, wann wir Hochwasser haben. Ja, 16.21 Uhr ist heute Hochwasser. 16.21 Uhr. Die Friesland, die muss bei Gleichstand durch, deswegen. Ach so. Gehen da heute noch mehr durch? Nee, im Moment nicht, heute Nachmittag vielleicht noch, aber sonst nichts. Okay, bis dahin. Mein Sohn hat dann übernommen, ich habe immer mitgeholfen beim Umbau und alles Mögliche, immer dabei geblieben. So. Vor allen Dingen, sonst wird es langweilig, wenn man nichts zu tun hat als Rentner. Dann weiß man nicht, was man machen soll. Man muss immer eine kleine Beschäftigung haben. Tatsächlich hat Heinzi immer reichlich zu tun. Er will gleich sein repariertes Paddel ausprobieren. Und dann ist da ja noch sein Job als Brückenwärter an der Friedrichsschleuse. Wenn große Schiffe mit einem langen Mast kommen, klappt Heinzi die Brücke hoch. Er macht das als Ehrenamt. Geld bekommt er nicht. Aber er trägt ganz schön viel Verantwortung. Die erste Zeit, wenn ich den auf den Knopf gedrückt hatte, die Schranken, die gingen runter, die konnte ich nicht bremsen. Da ist manchmal, wenn einer durchfährt, die Schranke aufs Dach geknallt vom Auto. Jetzt haben die das umgelegt. Jetzt, sobald ich loslasse, bleibt die Schranke da, wo sie ist. Nee, seitdem ist auch nichts mehr passiert. Die Skipper haben Heinzis Telefonnummer. Wer durch die Brücke muss, ruft ihn an. Im Sommer ist er den ganzen Tag erreichbar. Es ist ein Dienst an seinem Heimatort. Denn die Segler sind wichtig, um den Museumshafen lebendig zu halten. Wer mit knapp 80 noch so viel vorhat, muss sich fit halten. Heinzi ist immer mit seinem alten Fahrrad unterwegs. Das ist sein Geheimrezept. Ich will kein E-Bike haben. Grundsätzlich nicht. Ich fahre so lange gegen Wind, wie es geht. Und dann immer erst Gegenwind. Wenn ich denn wirklich nicht mehr kann oder keine Lust mehr habe, dann drehe ich um und habe Rückenwind. Das ist das Einfachste. So. Das kleine Boot hat Heinzi zusammen mit seinem Kumpel Bommel geschenkt bekommen. Heinzi hat es restauriert. Sein geklebtes Paddel besteht den Praxistest. Oh, das ist gut, schön leicht. Vriggen, so nennt man das elegante Rudern mit einem langen, schmalen Paddel. So ähnlich werden übrigens auch die venezianischen Gondeln bewegt. Es ist eine Kunst für sich. Ja, normalerweise muss man auf dem Wasser eine Acht machen. Das ist nicht schwer. Das ist ganz leicht, wenn man es kann. Heinzi hat im Hafen alles im Blick. Und wenn es sein muss, spielt er hier die Müllabfuhr. Da treibt eine Plastiktüte, die muss raus. Ach, ne, Papier, wa? Aber egal. Kein Plastik, so morsch. Wenn ich sehe, dass irgendwo was schwimmt und ich kann das erreichen, dann hole ich das raus. Egal, ob Plastiktüte. Auch wenn ich spazieren gehe und da fliegt eine Plastiktüte rum, die nehme ich mit. Bis zur nächsten Mülltonne. Das mache ich auch im Urlaub, überall. Jetzt habe ich ja eben gesehen, da schwimmt ein ziemlich langer Baumstamm. Das müssen wir auch noch rausholen. Wenn der Raddampfer sowas in seine Schaufeln kriegt, dann ist das nicht gut. Wo kommt das Ding nun ganz her, wa? Das treibt auch schon. Uiuiui. Das kommt ja noch ganz. Oh, da müssen wir das ja so machen. So geht's.
klack, oh, jetzt wird er leichter. Der ist gleich in 1, 2, 3, 3 Teile gegangen. Dann ist das nicht so schwer. Ja, dann will ich das dreckige Ding mal eben wegbringen. So wie Heinzi denken in Karolinsiel viele. Ihr kuscheliger Hafen soll ein Sehnsuchtsort sein. Für alle, die hier leben und für alle, die hier durchatmen wollen. Früh am Morgen im Außenhafen. Die ersten Touristen werden nach Wangerooge verschifft und ein paar Meter weiter im Wattwanderzentrum Ostfriesland bereitet man sich auf eine anstrengende Tour vor. Hey, Gerke, hey. Da bist du ja. Hi. Ich muss noch mal umpacken. Doch ein bisschen, was wir mitschleppen müssen. Hatte die Schuhe für Spiekeroog nicht drin gehabt. Für auf der Insel. Joke Poja hat das Wattwanderzentrum vor knapp 2 Jahren eröffnet und will hier mit einem neuen Konzept durchstarten. Seinen Wattführerkollegen Gerke Enno Ennen hat er mit ins Boot geholt. Meine Idee hier war einfach, ein großes Spektrum an Touren anbieten zu können, um daraus ein Reiseformat dann zu schaffen. Das heißt dann mit Übernachtung, mit allem drum und dran. Und dafür brauche ich zunächst erst einmal ja, eine Auswahl an Touren und an Leuten, mit denen die ich auch loslassen kann auf die Leute. Nee, das wird doch ein feiner Tag heute. Super hier. Bedingung. Der Sielhafen liegt besonders günstig für Touren ins niedersächsische Watt. Jetzt im Frühjahr machen sie Testwanderungen. Joke bietet alteingesessenen Wattführern wie Gerke neue Perspektiven. Der Gast möchte hier was erleben. Und hier, ich meine, dafür ist Joke jetzt hier auch angetreten, dem Gast ein Erleben zu geben und ihm das Erleben auch anzubieten. Ja, dementsprechend sind wir ganz froh hier auch in Hallesiel, dass Joke zu uns gekommen ist. Er hat hier schon ein bisschen aufgemischt und ich find's gut. Heute wollen sie gemeinsam bis zur Insel Spiekeroog laufen. Von See könnte ein bisschen Nebel kommen. Frage, ob es auf dem Watt hochsteigt. Was haben wir jetzt für Wind? Ost. Geht. Ja, alles gut. Südost. Südost. Die Routen haben wir mal so ein bisschen eingeteilt in, ich sag mal so, die, wenn man es nach Skipisten mal nehmen würde, in so blau, rot und schwarz und die für ganz Experten. Die Spiekeroger Tour ist dann schon so eine schwarze Route. Sie sind beide zertifizierte und erfahrene Nationalparkführer. Etwa 4 Stunden haben sie für den Testlauf eingeplant. Auf Spiekeroog müssen sie die Fähre nach Neuharlingersiel bekommen. Seenebel und zu tiefe Priele können den Zeitplan durcheinander bringen. Dann machen wir mal einen Rucksack. Hier können wir gut stehen. Ich muss meinen Pulli ausziehen. Ja. Sie wollen auskundschaften, wie sich die Priele und der Untergrund während der Winterzeit verändert haben. Na prima. Jetzt bin ich schwarz. Ich bin voll in dein Loch reingetreten, du. Denn ihre Gäste müssen sie sicher und möglichst komfortabel durchs Watt bringen. Und heute ist der Wasserstand 30 cm niedriger als im Durchschnitt. Das müssen sie mit einberechnen. Naja, so halb. Aber hier ist gleich wieder ein Loch. Da ist ein Loch. Normal würde das Wasser jetzt schon hier an der Poritze stehen. Ja, und das würden wir ja vielleicht auch gerne vermeiden, dass wir vielleicht auch pro Trocken durch die Priele nach Spiek hochkommen. Und deswegen sind wir hier, um das hier und solche Löcher auch zu finden, um uns das auszukundschaften. Aber es ist echt bei den Bedingungen. Ja, das wird noch tiefer da vorne. Ja, das wird noch tiefer. Das Baden gehen? Das bleibt hier. Und deswegen sind wir auch hier. Aber das ist das Schöne an den Touren und dass es immer anders ist. Und man muss sich auf neue Situationen auch hier wieder einstellen. Wir versuchen jetzt den besten Weg zu finden. Ja, und so etwas gehört dazu. Sie queren das Fahrwasser nach Wangerooge. Gerke hat eine lose Pricke gefunden. Pricken, so heißen die Birkenstämme, die zur Begrenzung des Fahrwassers gesetzt werden. Pricken setzen. Die einen wir helfen Pricken wir, fliegen, wir helfen dem WSA. Wir machen Pricken setzen. Aber tiefer geht nicht. Die sitzen. Muss man anbinden. Ja, also wir helfen hier sozusagen
zum Auszeichnen der Wege. Ja. So, bis da steht das Wasser. Ja, nee, bis an den Haken, ja. Diese ja. Da, ja. Auf knapp 3 Meter steigt hier bei Flut das Wasser. Deswegen müssen sie zügig weiter. Und im Außenhafen geht's zur Sache. Das neue Schiff ist heil an der Hafenkante gelandet. Jetzt muss es ins Wasser. Eine heikle Operation. Die Tragegurte müssen präzise ausgerichtet werden, damit das Schiff nicht kippt. Er kommt vorne jetzt auch. Ja, stopp ihn! Reeder Dieter Albrecht will gleich durch die Schleuse. Der muss weiter rüber. Hier weiter her. Ja. Ja, die Gurte nach vorne. Ja, das, wenn das jetzt zügig läuft, dann wird es funktionieren. Sonst wird es knapp. Die Nordwind ist knapp 20 Meter lang und wiegt 62 Tonnen. Eine immense Last, die da in die Luft geht. Funktioniert aber ja anscheinend alles gut jetzt. Vorsicht! Reeder Dieter Albrecht betreibt die letzte Werft von Carolinsiel. Er braucht spezielle Schiffe. Und die baut er selber. Ja, jetzt wird sich zeigen, ob alles, was so auf Papier gerechnet wurde, stimmt. Und zwar die Tiefgänge. Wir hatten das ja schon mal, dass ein Schiff viel zu tief ging, weil es nicht passte. Und das ist natürlich jetzt der erste Blick wird auf diese Tiefgangsmarke sein. Dieter Albrecht hat sich auf Seebestattung spezialisiert. Weil die Nachfrage immer weiter steigt, expandiert er und braucht ein neues Schiff. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Nordwind bald die komplette Nordseeküste abfahren. Aber erstmal muss sie überhaupt schwimmen. In die Gurte lose. Er schwimmt. Und es passt. Top. Es passt. 100%. Unter 1,50 wieder. Ja. Und die Tiefgang passt auch. Es ist 5 cm mehr, als ich gedacht habe, aber die kann ich beleben. Das Schiff soll durch die Schleuse in den sicheren Binnenhafen. Der Eigner übernimmt selber die erste Fahrt. Benjamin, Leine lose! Der Reeder kommt aus einer Carolinsieler Fischerfamilie. Er hat Maschinenbau studiert und kam zurück, um wieder zur See zu fahren. Erst arbeitete er auf den Fischkuttern seines Vaters. Später sattelte er um auf Seebestattung. Also das war jetzt, da war keine Minute mehr über. Also das musste jetzt gehen. Sonst wäre es vorbei gewesen, dann wäre es heute Mittag um 1 Uhr reingekommen. Aber jetzt sind wir drin, jetzt ist alles top. Dieter Albrecht ist ein umtriebiger Unternehmer. Die Häuser auf dem Wasser hat er auch gebaut. Das Vorderste nutzt er mit seiner Familie. Der Bootsteg liegt direkt am Haus. Ist egal, Hauptsache das Ding ist erstmal fest. Bisschen voraus noch, Benjamin? Ja, ne? Inge Albrecht ist immer genau da, wo dringend eine helfende Hand gebraucht wird. Vorne. Die Nordwind liegt sicher in ihrem Heimathafen. Die kleine Reederei expandiert und sorgt für Aufschwung in Carolinsiel. Carolinsiel liegt uns natürlich sehr am Herzen. Das ist mit vielen Projekten, die wir hier gemacht haben, ist es eigentlich immer Carolinsiel. Hier hat man seine Wurzeln und hier möchte man natürlich auch einiges gerne anschieben. Bevor das neue Schiff zum Einsatz kommt, soll es bei einem großen Fest getauft werden. Familie Albrecht hat einen Geschäftstermin im Museumshafen. Dahin geht's ganz komfortabel mit dem Raddampfer. Der pendelt auf der Hale und dient vielen Dorfbewohnern als Busersatz. Morgen. Auch der Raddampfer gehört der Reederei Albrecht und wurde in der eigenen Werft gebaut. Ja. Soll ich dir helfen oder kommst du alleine zurecht? Ja, gut.
Der Raddampfer Concordia 2 soll an die goldenen Zeiten von Karolinsiel erinnern. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts schipperte schon mal ein Raddampfer auf der Aale. Die neue Concordia wurde schnell zum Touristenmagneten. Gebaut hat Dieter Albrecht seinen Dampfer allerdings eher aus Neugier und weil er im Urlaub Langeweile hatte. Man hat immer so eine Idee gehabt, so ein bisschen was Besonderes hier für den Ort zu bauen. Und immer im Hinterkopf war so ein bisschen der Raddampfer. Angefangen bin ich im Sand zu malen. Und meine Frau hat gedacht, ich zeichne eine Lokomotive, aber letztendlich war es der Raddampfer. Wenn mein Mann sagt, ich habe da mal eine Idee, dann gehen bei mir alle Glocken an. Also Alarmglocken. Denke ich, Alarmglocken an. Dann weiß ich, irgendwas kommt wieder. War bei allen Schiffen so. Der Anleger der Concordia liegt direkt vorm Café Heimathafen. Pips, komm. Hallo. Ach, Inge. Hallo, grüß dich. Hallo. Hast du Zeit? Ja, na klar. Hi. Hallo. Hallo. Schön, dass du da sein könnt. Hi, ja. Benjamin. Hallo. Dieter. Ja, hallo, grüße Cindy. Dich. Hi. Ja, wo wollen wir uns hinsetzen? Für ein niedersächsisches Küstendorf fährt Cindy Gerdes in ihrem Laden ein gewagtes Gastrokonzept. Sie möchte das Catering für die große Schiffstaufe übernehmen. Jetzt muss sie überzeugen. Oh. Lass losgehen. Das sieht ja gut aus. Top, Benjamin. Mögt ihr noch was Kaltes trinken? Wasser? Danke. Oder danke. Alles gut? Alles gut. Alles okay. Gut. So. Ja. Tapas-Variation. Ja. Das hast du dir so vorgestellt? Ja, das Ganze natürlich ein bisschen größer, ne? Und auch auf anderen Platten. Mm. Aber dass wir halt sehr viel mehr von diesen kleinen Brötchen machen, die können die Leute halt sich so runternehmen. Cindy ist hier so etwas wie der bunte Hund in der Gastroszene. Bei ihr gibt es eine Ergänzung zur ostfriesischen Traditionsküche. Mit ihrem jungen Team möchte sie ein Angebot für ein junges Publikum schaffen. Also das ist halt ein außergewöhnlicher Laden und das versuche ich auch zu transportieren, auch vom Essen her. Ich könnte mich nicht mit Schnitzelpommes identifizieren, das geht nicht. Und dafür kennen die Leute mich auch, dass ich halt nach Möglichkeit immer versuche, alles irgendwie perfekt zu machen und auch anders. Bei den Albrechts punktet Cindy mit ihrem Pioniergeist. Also Cindy ist schon was Besonderes, sag ich mal, so was Außergewöhnliches, so wenn es um kreative Dinge geht und vielleicht auch manche Dinge, die wo der eine oder andere sagt, ist ein bisschen Spinnerei, aber das ist dann doch ganz schön. Ihre Idee für das Buffet ist ungewöhnlich. Dieter Albrecht macht sich aber vor allem Sorgen, dass die Gäste hungrig nach Hause müssen. Das ist ja nicht zum Sattessen. Ja. Weil wir haben ja nur bei unseren Leuten, haben wir ja nur sehr gute Esser bei unseren Schiffsbauern. Die können so eine Platte also locker alleine auf. Ne? Also, sorgen, dass das. Aber er lässt sich auf Cindys Vorschlag ein. Ostfriesland ist unsere Heimat und alles, was wir hier in Ostfriesland, speziell auch in Karolinsiel, unterstützen können, das machen wir. Hier ist ein großer Zusammenhalt. Und denke, darum sind wir auch alle so ein bisschen weitergekommen hier im Ort. Und gerade solche neuen Dinge, warum soll man das nicht anschieben? Ihre üppigen Torten sind Cindys Markenzeichen. Sie bastelt ständig an neuen Kreationen. Sonst wird ihr selber langweilig. So, die Sahne, die braucht jetzt mal eben 5 Minuten. Müssen wir eben warten. Könntest du mir gleich schon mal die Ananas irgendwie vorschneiden? Wie rum darf denn wohl in so eine Torte rein? Cindy hat 20 Jahre lang mit ihrer Mutter ein Traditionslokal genau gegenüber geführt. Als sich die Möglichkeit ergab, in diesem Gebäude hier neu anzufangen, schlug sie zu. Also unsere Gäste, die kommen jetzt mittlerweile hier in diesen Laden, weil er komplett anders ist. Weil es halt kein Einheitsbrei ist. Ich denke, wir haben schon sehr viel Gastronomie und man muss sich halt wirklich hier doch durchbeißen, damit man Erfolg hat. Also man muss sich von der Menge abheben, sonst ist es schwierig. Cindy hat Restaurantfachfrau gelernt und lange als Köchin gearbeitet. Wie
sieht auf jeden Fall schon gut aus, ja, ne? Oh, ich lobe mich ja ungern selber, aber ich finde, es ist schon gelungen. Ja, danke schön. Ja. Guten Appetit. Danke. Oh, bin ich ja mal gespannt. Na los, Gerd Herrmann. Mit ihren prächtigen Torten kann Cindy hier punkten. Die anstehende Schiffstaufe bietet ihr die Chance zu zeigen, dass sie noch viel mehr kann. Draußen im Watt läuft die Suche nach dem sichersten Weg zur Insel Spiekeroog weiter. Ja, dann müssten wir mit der Gruppe darüber laufen. Das ist besser. Wattreiseorganisator Joke Puja und sein Kollege Gerke müssen vor der Flut auf der Insel sein. Verrechnen dürfen die Wattführer sich auf diesem Trip nicht. Da ist es angenehmer, fester. Ja. Da sind auch Rinnen. Und du kommst da relativ schnell auch wieder raus. So, hier schlicke ich. Das ist, wie sagt man so schön, just in time, neudeutsch. Sozusagen gehen wir durchs Watt. Bei Niedrigwasser sind wir direkt mitten auf der Strecke. Wir haben die ersten 2 Stunden genutzt, um bis zu dem mittleren Punkt sozusagen zu kommen im Watt. Und die nächsten 2 Stunden nach Niedrigwasser nutzen wir, um auf die Insel zu laufen. Joke will mehr sportliche und herausfordernde Trips anbieten, um neue Zielgruppen anzusprechen. Aber Sicherheit geht vor. Der Untergrund wechselt ständig. Die Wattführer tragen deswegen Spezialschuhe aus Neopren. Mensch, ich wollte mir doch noch die Schuhe ausziehen hier. Ja. Kannst du mal halten? Ja, klar. Barfußlaufen? Schwapp, ja. Kein. Ja. Ja. Also wenn, erste bei Tour dem Wetter. Und so weiter, bei dem Wetter. Geht? Ja, also wir haben ja hier die Austern. Warte ich jetzt, da habe ich eine. Und hier, die liegen hier jetzt so verborgen, Joka, einen Schritt zurück, wirklich so verborgen im Watt, man sieht sie kaum. Man sieht sie kaum. Und die sind jetzt wirklich wie offenstehende Brotmesser. Nur von der Swin auf die Insel, Spiko, haben wir nur noch ganz wenige davon. Ja, und wenn ich jetzt reintrete, dann ist das PP persönliches Pech. Also hier kann man es nochmal machen, ja. Und ich habe morgen keine weite Tour zu laufen, also kann ich es einmal riskieren und büschen. Sonne an die Füße kommen lassen. Ja, und hier sozusagen, da, diese Spur hier, da will ich jetzt einmal drunter halten. Normal habe ich jetzt eine Focke dabei und würde die mit der Focke aufhebeln, aus dem Watt raus. Ich versuche das jetzt aber, dass ich da mal direkt runterkomme. Eine hatte ich schon an den Fingerspitzen. Sie haben Spuren einer ganz besonderen Muschel entdeckt. Die hat ihren Namen tatsächlich vom scharfen Geschmack ihres Fleisches. Ja, ja. Da. Die Pfeffermuschel. Und lass uns die sich mal wieder einbuddeln lassen hier. Gucken. Ja, nicht einfach hierher. Also das ist ein Highlight. Hier ist klares Wasser. Da noch einmal dahinlegen. Supi. Ja, jetzt richtet sie sich auf. Ja, jetzt fängt sie gleich an, sich aufzurichten. Wir nennen sie auch gerne die tanzende Muschel, weil sie richtig Hüftschwung hat. Die hat richtig Rhythmus. Ja, das haben wir jetzt ja mal geschafft hier. Ja, Ausgang. Ausgang. Gut in der Zeit. Tour. Gut in der Zeit. Gut zu laufen. Gut zu laufen. Super gefunden. Ja, geschafft. Zu Fuß nach Spiekeroog. Das geht nur von Halesiel aus. Sie kommen im Osten der Insel an und finden gleich den ersten Strandwermut des Jahres. Es sprießt überall. Und duftet. Oh. Ah, es wird Sommer. Ja. Heute bleiben sie nur für ein paar Stunden auf Spiekeroog. Aber Joke will Komplettpakete aus Natur- und Inselurlaub schnüren, bei denen den Teilnehmern ihr Gepäck hinterhergeliefert wird. Die beiden Wattführer fahren mit der Fähre zurück ans Festland und lassen ihre Route nochmal Revue passieren. Wie sind wir heute gelaufen? Wo bist du denn? Baltrum? Ja. Alte Karte. Ja, genau so. Alte Karte. Und hier hat sich hier wieder der eine Pri, der hier fast weg ist. Genau, der ist weg. Der ist weg. Das, ja, und das war super zu laufen. Also also herrlich, wie sich das da entwickelt hat. Joke vergleicht das Wattenmeer gerne mit dem Grand Canyon, weil beide Weltnaturerbe sind. Und so möchte er es auch bewerben.
Mir liegt es daran, Touren zu entwickeln, auch über mehrere Tage hinweg ein Reiseangebot zu schaffen für Menschen auch aus dem Ausland, auch von mir Übersee. Es ist eine Weltnaturerbestätte und damit international. Joke hat also noch viel vor in seinem Heimathafen. Dabei geht's dort meist sehr gemütlich zu. Die Abende am Sihl sind ruhig. Einfach mal gucken. Das ist hier das Urlaubsprogramm. Ganz umsonst. Und gar nicht so selten gekrönt von einem nahezu perfekten Sonnenuntergang. Der Segelkutter Gebrüder macht heute einen Turn ins Watt. Ein Angebot für Touristen. Das ist eine schöne Arbeit, wa? Ha? Was für junge Mädchen ist das? Bommel ist lange als Decksmann auf Fischkuttern gefahren. Darf ich Vormann machen? Ja. Nein, für wie fürs Futter auch auf. Aber erstmal Mannschaftsbesprechung. Westwind, da glaube ich noch Spicker auch, Ausstand. Seehund sind doch Massen, 500 Stück. Die Bordsprache ist platt. Das ist für den Neuen an Bord eine Herausforderung. Du musst Axel bei mir loben und ich kann noch achten. Du schaffst. Ja. Axel stammt aus dem Ruhrpott und hat bei der Gebrüder-Crew frisch angeheuert. Axel, kriegst du da doch einen Meter wie ein Plattisch nach? Das meiste mittlerweile? Ja. Und dann dürfen die Gäste endlich an Bord. Etwa 20 Passagiere können sie auf ihre Ausflugsfahrt mitnehmen. Die Damen auch noch? Das Angebot ist bei den Urlaubern schwer begehrt. Wir sind fast ja schon seit Wochen ausgebucht. Das ist das Problem. So kurzfristig hier mit, da muss schon jemand ausfallen. Ansonsten hat man keine Chance, dass man hier mitfährt. Erstmal moin. Herzlich willkommen auch an Bord der Gebrüder, auch im Namen der Besatzung natürlich. Mein Name ist Meppen. Ich werde einer der beiden Schiffsführer sein. Wir sind also zu zweit heute. Das heißt, es kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Sie sind in sicheren Händen. Okay? Dann hatte ich seine Rede, seine Belehrung fertig, dann können wir ja los. Und dann geht's tatsächlich los. Auf geht's. Die fahren aus Bad. Vor Wangerugel denkst du. Allerdings fährt Heinzi das erste Stück mit dem Fahrrad. Er hat noch einen Spezialauftrag. Und die Gäste werden eingeweiht in die Gepflogenheiten auf dem Kutter. Es geht schon wieder um die Bordsprache. Aber ansonsten ist das hier ja Harlingeplatt. Das mit dem Platt bewegt die Gemüter. Aber Bordsprache ist beides. Ne? Mit Axel zum Beispiel aus Dortmund. Wenn wir denen auf Plattdeutsch etwas erzählen, dann grinst er nur und weiß nicht Bescheid. Aber ich habe ihm extra ein Wörterbuch gekauft. Hochdeutsch, Plattdeutsch. Och, das ist schon schwierig. Also man hat mir auch geraten, verstehen und nicht reden. Das Reden ist schwieriger. Ne? Die Gebrüder fährt auf dem Fluss mit Motorkraft. Später werden die Segel hochgezogen. Derweil ist Heinzi schon an der Friedrichsschleuse angekommen. Natürlich macht er hier für die Gebrüder die Brücke auf. Damit die Brücke nicht so lange auf ist, muss ich immer hier um die Kurve gucken, damit ich einschätzen kann, wie schnell fährt er und so, und dass ich dann die Brücke schnell, wenn er hier vorne ist, dann muss die Brücke oben sein und nicht eine halbe Stunde vorher. Auf dem Kutter ist man vor der Passage angespannt. Wir werden gleich sehen, wie eng das ist. Nach der Brücke müssen sie natürlich anhalten. Einer fehlt hier schließlich noch. Wir sind rückwärts jetzt. Wir warten jetzt, dass Heinzi wiederkommt. Der macht hier die Brücke wieder runter.
Heinzi würde sein Ehrenamt als Brückenwärter gerne langsam abgeben. Aber er findet keinen Nachfolger. Also macht er tapfer weiter. Da sind wir sehr froh drüber. Sonst muss auch einer von uns immer rüberspringen. Oder wir müssen anrufen auf Hallesee, dass der Schleusenmeister kommt. Ohne Heinzi läuft nichts hier. Heinzi, komm hier, mein Freund. Zum Glück ist Heinzi so flink auf den Beinen. So, jetzt kannst du losgehen. Seine drei Häfen machen Karolinsiel aus. Und das historische Schöpfwerk ist das Tor zur Nordsee. Wann hier die Schiffe durch die Schleuse können, richtet sich nach der Tide. Es gibt jedes Mal ein kleines Schauspiel, denn viel Platz ist an den Seiten nicht. Die Crew der Gebrüder muss hier gut auf ihre Leinen aufpassen, denn in der Schleuse kann zuweilen eine starke Strömung herrschen. Liegt auch ein bisschen an dem Schleusenwärter, wie schnell er die Hubfächer da aufmacht. Wenn er die gleich aufmacht und dann holt ihr so, dann geht das Schiff natürlich, dann kommt es hier drauf an. Aber wenn das langsam geht, so wie heute, dann geht das. Das ist das Tor zur großen, weiten Welt hier. Super. Ist schon cool. Ja. Es geht raus aufs Wattenmeer. Sie hoffen auf genug Wind. Schließlich wollen sie ihren Gästen die Arbeit auf einem echten Segelkutter zeigen. Landeinwärts in Karolinsiel. Im Café Heimathafen bei Cindy Gerdes geht's heute mächtig zur Sache. Tomaten-Mozzarella-Spieße müssen wir auch noch machen. Tja. Aber das sind ja auch nur 10 bis 500. Die große Schiffstaufe steht an. Cindy und ihre Kollegin Jenny stecken mitten in den Vorbereitungen für das Catering. Es läuft so lala. Ich habe eher so das Gefühl, wir haben noch nichts fertig. Also haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Nö. Aber das sehen wir dann heute Abend. Ich wollte gerade sagen, das merken wir heute Abend, was uns dann noch so einfällt. Also heute Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe dann wirklich tatsächlich überlegt, so was fehlt, was habe ich vergessen. Beim nächsten Mal machen wir nur Schnitzel mit Bratkartoffeln, oder? Das sag ich dir. Cindys Konzept der vielen Kleinigkeiten ist so eine Sache, wenn mehr als 100 hungrige Ostfriesen versorgt werden sollen. Und ich weiß genau, wer die alle weg ist. Also wenn man hier so seinen gewohnten Tagesablauf hat und normalerweise, ich fange ja auch immer früh morgens an, meinen Torten, dann so ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen schnibbeln, dann kommen nach und nach hier Gäste rein. Also da kommen die nicht nach und nach rein, dann kommen die geballt. Das ist halt auch nicht mein gewohnter Arbeitsort. Das ist halt ja, ein Zelt, was irgendwie schick hergerichtet ist. Das sind auch viele Menschen dabei, die ich gut kenne, die mich auch gut kennen und die auch doch relativ viel von mir erwarten und dementsprechend bin ich dann noch ein bisschen aufgeregt. Cindy will einmal zum Festzelt, um die letzten Details in Sachen Catering abzuklären. Ihr rosa Auto ist übrigens extra für sie umlackiert worden. Die Straße führt an der Hahle entlang flussabwärts. Die Schiffstaufe soll im Binnenhafen stattfinden. Moin! Hallo! Hallo Cindy! Hi! Tachchen! Ach guck, hast du? Ja. Hier müssen wir nachher noch ein paar Gläser aufstellen, aber meine Mutter, die kommt ja nachher noch. Ja, da drüben. Ja, und dann befähigt hat Feier aufbauen. Ja, und hat er die Musikanlage noch? Ja, ja. Hier. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ist ein bisschen vom Platz her, das ist vielleicht. Ja, also die werden ja nicht alle gleichzeitig zu dem Buffet stürmen. Das wenn das gut aussieht, das weiß ich nicht. Genauso wie Cindy sind auch die Räder noch mitten in den Vorbereitungen. Hallo! Benjamin! Oh, moin! Hallo Cindy! Ja? Wollen wir noch. Kommen wir ja gar nicht an Bord.
Wollen wir noch einmal gucken, wegen der, ob wir von Land aus auslösen oder ob wir vom Schiff aus auslösen? Dieter Albrecht hat eine Spezialvorrichtung zum fachgerechten Zerschlagen der Sektflasche am Schiff gebaut. Perfekt. Ja. Wollten da nichts Kompliziertes machen, was daneben geht. Die Flasche muss ja gleich beim ersten Mal kaputt gehen. Und wenn das nicht so ist, sagt man, hat man früher zumindest gesagt, vielleicht heute auch noch, bringt's Unglück. Ihr macht das. So, tschüss. Bis später. Tschüss. Bis die Flasche dran glauben muss, gibt's noch eine Menge zu erledigen. Nur einen Steinwurf von der Wasserkante entfernt liegt der Gulfhof Friedrichsgroden. Hier soll heute einiges bewegt werden. Da. Moin. Was bringt ihr? Tomaten. Tomaten? Zeig mal. Wattführer Joke Pujar hat den Hof erst vor wenigen Monaten gekauft. Er hat vorher mit seiner Familie in Leer gewohnt. Jetzt wollen sie hier neu anfangen. Caroline Siel soll ihre neue Heimat werden. Da, okay. Kräftig treten. Kräftig. Schneller! Noch schneller! Heute soll ihr kleinstes Segelboot wieder flott gemacht werden. Eins, zwei, drei. Heben, Yves, heben! Die Familie hat hier reichlich Lagerplatz. Aber der Hofkauf ist auch ein finanzielles und persönliches Wagnis. Oh Mann, voll auf die schöne Blume. Es ist wahnsinnig viel Platz, den wir haben. Das bietet so viele Möglichkeiten, dass wir gar nicht wissen, was wir zuerst machen sollen oder erst machen können. Das war das erste Ziel gewesen, wir müssen diesen Hof erst einmal haben und können dann weitersehen, was wir machen. In den großen Räumen sollen Seminare und Kulturveranstaltungen stattfinden. Zum Hof gehören außerdem Pferdeställe und sogar eine Reithalle. Pia und Yves haben reichlich Platz zum Spielen. Joke und seine Frau Romy haben alles auf eine Karte gesetzt, weil sie glauben, dass sie in diesem kleinen Sielort mit ihren vielen Ideen und ihren beiden kleinen Kindern gut aufgehoben sind. Den Hof zu haben, war nicht so sehr die Frage, aber es war die Frage, den Standort halt wieder zu wechseln. Also wieder Freunde dort zu lassen, wo wir bisher jetzt waren. Aber letztendlich gibt es hier auch schon ein paar Bekanntschaften, die man ausbauen kann. Und es sind halt jede Menge andere Vorteile hier in Caroline-Siel einfach geboten. Zum Beispiel die unmittelbare Nähe zum Segelrevier. Genau, kannst du das Paddel der Pia geben? Hier bitte schön, Pia. Komm, durch. Ja, danke. Joke kommt aus dem Rheinland. Seine Leidenschaft, das Segeln, hat ihn an die Küste gebracht. Er ist gelernter Tischler und war lange Hafenmeister auf Langeoog. Jetzt fängt er hier mit 50 Jahren nochmal neu an. Paddel hier nach hier? Ja. So, ich bin ja Handwerker, ich bin Gestalter im Handwerk. Und man muss immer wieder neu gestalten. Das ist einfach so, es nimmt kein Ende. Aber es macht Spaß, auch immer wieder was Neues anzufangen. Auf geht's. So, Segelsaison hat für Pia begonnen. Gut macht sie das, ne? Für Segelanfänger ist der Binnenhafen ideal, denn er liegt geschützt direkt vorm Schöpfwerk. Das historische Bauwerk hat eine Schleuse, aber es hat noch eine viel wichtigere Bedeutung. Von hier aus wird der Wasserstand der Hale und die Entwässerung der umliegenden Gebiete geregelt. Denn dieses Land hier entstand durch Eindeichung. Einst reichte die Nordsee bis an den Museumshafen. Draußen im Watt an Bord der Gebrüder. Der Segelkutter schippert unterhalb von Wangerooge. Die Crew genießt die Ausfahrt immer genauso sehr wie ihre Gäste. Die Fahrt führt direkt an den Seehundbänken vorbei.
Heinzi beobachtet die Population schon seit Jahren. Wenn man das erste Mal kommt, dann sind die noch ein bisschen aufmerksam. Muss ich jetzt fliehen oder nicht? Aber wenn das Schiff, wenn wir da ein paar Mal vorbei, dann stört den da nicht mehr. Dann kennen die uns schon. Wenn sie den Schwanz hochmachen, dann winken die. Und dann wird es Zeit, die Segel hochzuziehen. Die Gebrüder war früher als Hochseefischereifahrzeug registriert und fuhr ohne Motor. Nur mit der Kraft des Windes. Der fehlt ihnen heute allerdings. Kein Sprit mehr. Was nun? Natürlich haben sie noch Sprit. Denn ohne Motor würden sie bei dieser Flaute wohl kaum nach Hause kommen. Aber das Wichtigste ist hier heute auch das ganz andere Fahrgefühl. Also das versuche ich den Leuten immer mal zu erklären, dass sie sich mal vorstellen können, mit welch einer Geduld die unterwegs sein mussten. Die haben ja dann 3-4 Tage gebraucht, um von ihren Fanggründen bis zum Fischmarkt zu kommen. Wenn der Wind schön aus der richtigen Richtung kam und sie sehr viel Fahrt gemacht haben, war das vielleicht in 1 oder 2 Tagen geschafft. Aber bei solchen Windverhältnissen musste man sehr viel Geduld aufbringen. Auch heute muss hier jemand viel Geduld haben. Nach vorne mal, immer die Uhr nach. So, ich war schon richtig, wie du eben standst. Axel aus dem Ruhrport lernt den Umgang mit den Leinen. Dauer, wieder verkehrt. Guck mal, du machst alles nach hinten. Bommel macht den Lehrmeister. Ist doch schön, wenn man so Lehrjungen hat. Ja. Ich bin immer froh, wenn wir solche Leute haben. Ne? Alles klar, du bist fertig. Ja. Ja, das ist der Moment. Ihn hat's erwischt. Guck mal, wie überhaupt hochkommt, da kommt sie. So, im Weg. Die Besatzung der Gebrüder demonstriert auch, wie früher gefischt wurde. Und zeigt, was heute so in der Nordsee unterwegs ist. Heinzi und Bommel wissen, was im Netz kreucht und fleucht. Etwas für den Salat. Und das ist der große Räuber hier im Waldgebiet. Der knackt alles, der knackt auch Muscheln. Der Seestern. Mein Finger auch. Ja, schön, nicht, Axel? Axel aus dem Ruhrport. Der ist wirklich hart im Nehmen. Und Bommel macht so eine große Show. Er ist paarungsbedürftig. Ach, der Krebs, das ist ein Weiblein ist da. Und dies ist ein Männlein. Woran kann man das erkennen? Wie alt seid ihr Mädchen? 15? 19? 19? So. Dieses Männliche hat 2 Geschlechtsteile. Da, seht ihr das? Wenn einer ausfällt, kommt der andere dran. Klar? So, einmal leben lassen. Das lernt man doch von kleiner Bahn. Wenn man das nicht hat, dann hat man Angst, da mit der Hand so reinzugehen. Und hast du ja gesehen, Bommel macht das gerne, weil die jungen Damen mal so einen Krebs in die Tasche stecken. Das gehört dazu. Dazu gehört auch, dass alle Meerestiere wieder zurück in ihr Element kommen. Und damit die Gebrüder heute wieder in ihrem Heimathafen landet, müssen die Segel wieder runter. Und der Motor an. Das ist ein schönes, eingespieltes Team. Da geht's schon. Warte. Hey, den Motor blieb. Hey. Aber manchmal gibt's Diskussionsbedarf. Heinzi hat den Überblick. Der ist richtig, das ist richtig. Ja. Auf andere Sicht, der ist er. Den musst du eben. Sie haben Leinensalat. Da hat sich gründlich was verheddert. Den geht nur 8 Block lang, den muss 4 Block. Ja. Den muss mit so einem Schlachtmotor im Weg. Der ist 3. Der macht nicht Chlor. Es hilft nichts. Heinzi muss wieder aufs Steuerhaus. Ein Glück, dass er so fit ist. Das Seil hatte sich nur
auf der anderen Seite hinter dem Block geschlagen. Und dann muss man von unten mit so, aber da kriegst du nicht, weil da so viele Seile hochlaufen. Du kriegst den Schwung nicht, dass der da eben hinterwegkommt. Mehr nicht. Ganz in Ruhe tuckern sie nach Hause. Ein später Nachmittag im Watt hat auf dem historischen Segelkutter seinen ganz eigenen Zauber. Dieses Feeling hier, dieses ganz Besondere, genau das macht das aus. Vor allen Dingen, wenn sich die Leute dann freuen, wenn es denen gefallen hat. Das ist es. Das spornt uns immer wieder an aufs Neue. Zurück in Karolinsiel. Im Café Heimathafen setzt man gerade zum Endspurt an. Cindy Gerdes muss das Essen für die Schiffstaufe zum Festzelt schaffen. Ordentlich Datteln für dich dabei. Weil Cindys Auto zu klein ist, hilft ihr Benjamin Albrecht mit seinem Bus. Zum Glück dauert die Fahrt nur wenige Minuten. Auf den Blech, wir machen das alles, nehmen wir mit. Wir nehmen das alles so mit. Überall Folie drauf, bitte. Wir haben keine Zeit. Ich komme dir so hinterher gefahren. Aber bitte verlangsam. Bis gleich. Viel Zeit hat Benjamin allerdings nicht. Denn bei Albrechts geht schon wieder um den heikelsten Moment des Abends. So kann nichts mehr passieren. Mit gleich drei Kabelbindern hat Dieter Albrecht die Sektflasche gesichert. Gut. Na, jetzt passt es. Jetzt kommt er genau aufs Glas. Okay. Aber auf Rutsch kann er auch nicht. Nee, weil da oben noch mal gesichert ist. Aber jetzt wird es gehen. Und wenn nicht, hau dir mit dem Schrubber hinterher. Die Buddel kommt kaputt. Weg damit! Und dann trudeln auch schon die Gäste ein. Viele Nachbarn und Freunde aus dem Dorf sind dabei. Aber der legt sich hier. Auch der Neu-Karolinsieler Joke Puja ist mit seiner Familie gekommen. Ah, wie geht's dir? Gut, sehr, sehr schön. Ja. Sehr gut. Ja. Noch nicht, ne? Karolinsiel ist ja nicht groß. Eine kleine Gemeinschaft irgendwie, jeder kennt jeden. Und wer hier zumindest irgendwie geschäftlich aktiv ist, da kennt man schon sich untereinander. Ja. Und es ist eine schön hier auch anzukommen für uns als Familie hier in Karolinsiel, gut aufgenommen zu werden, auch eingeladen zu werden hier, ist schön. So, jetzt soll's losgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Mitarbeiter und Freunde. Weil das Schiff ja zukünftig für Seebestattungen eingesetzt wird, wurden ein katholischer Pastor und eine evangelische Pastorin eingeladen. Pastorin Bösemann und ich, wir danken dafür, dass wir heute hier sein dürfen, um auch den kirchlichen Segen für dieses Schiff zu erbitten. Die Pastorin darf auslösen. Und dann wird sich zeigen, ob die Albrechtschen Berechnungen auch diesmal wieder stimmen. Das ist schon mal gut gegangen. Fast noch wichtiger für einen gelungenen Abend dürfte allerdings Cindys Buffet sein. Ich könnte jetzt noch tatsächlich stundenlang daran zuppeln, aber mir sitzen tatsächlich mein Auftraggeber irgendwie im Nacken, weil die jetzt, glaube ich, Hunger haben. Reicht es für alle? Das beschäftigt vielleicht auch einige Gäste. Dann nimm die Gurke, bevor sie jemand anders nimmt. Also ich habe bewusst so kleine Teller gewählt, damit das nicht so schnell alle wird. Dass das so ein bisschen auch ordentlich eigentlich leergeräumt wird. Am Ende sind alle satt und glücklich. Und schon jetzt besprechen sie das nächste große Ding.
die Wattenzähl. Aber nicht jeder in Karolinsiel setzt auf große Schiffe. Heinzi und Bommel wollen heute mit ihrem kleinen Arbeitsboot auf große Fahrt. Bommel, stieg jetzt mal in. Ich stieg in. Ja. Fett dort. Ja. Ich kann noch füllen, Heinzi, ganz da vorne. Ja, mach das. So. Die beiden haben eine besondere Mission. Ja, wir wollen heute mal sehen, dass wir die Muschelbank besuchen. Einmal im Jahr so machen wir das. So, Heinzi steuert. Ich zeig dann hin, wo wir hinfahren wollen. Und dann sehen wir schon in der Ferne, wo die schönen Muscheln sind. Tank ist auf, Schub zur Hälfte. Für den langen Turn hat Heinzi sich extra einen Motor geliehen. Los, Spieders! Bommel hat der Motor nicht genug Power. Heinzi, gerade in die Flinke. Ne? Aha, doch. Noch hat Heinzi den Motor im Griff. Noch. Und erstmal müssen sie durch die Schleuse in den Außenhafen. Kommt wieder und lang sieht, Heinz, oder an Wand? Längsseits an ein anderes Boot oder an die Wand? Die beiden Seebären entscheiden sich für die Wand. Heinzi passt immer gut auf sein kleines Boot auf. Es steckt nämlich jede Menge Arbeit drin. Ah, klar. Ich hole ihn fast. Das ist so ein altes Boot, da muss man ja jedes Jahr irgendwo, das muss neu überwintern. Ist immer was neu muss. Heinzi, deine Leine. Und dann geht's raus ins Watt. Oh wei. Jetzt merkt man das. Jetzt kommt die frische Luft. Im Außenhafen bläst der Wind immer viel stärker als vor der Schleuse. Aber ihr Boot liegt gut im Wasser. Nur, dann macht der Motor fiese Matenten. Der Tank ist gleich leer. Dann kommt nichts mehr. Wir müssen ihn stoppen. Gut. Oha. Ich weiß nicht, was der an wie viel Sprit der braucht. Der muss Bommel aussteigen und schieben. Der muss erstmal Sprit ansaugen wieder. Oder du musst es beten, Heinz. Beten. Bommel hat Ideen. Halleluja! Beten hilft also. Aber leider nicht langfristig. Was er jetzt hat, weiß ich nicht. Ja. Ich bin noch was tun. Guck hier noch nicht. Ohne Motor kommen sie hier schlecht weg. Zum Glück hat Heinzi erstens einen Plan B und zweitens haben sie Paddel dabei. Und jetzt gehen wir Vollgas. Die Strömung bringt uns schon dahin. Damit wir jetzt in Gang kommen, kann ich auch noch ein bisschen. Oder soll ich mit Paul aufstecken? Bommel und Heinzi. Das Duo schafft es auch ohne Motor auf die Muschelbank. Wir sitzen. Herrlich. Aussteigen und mal gucken. Sie kennen die guten Stellen. Aber nicht immer haben sie Glück. Bommel, hier ist eine Muschel. Hier kann man sich die größten aussuchen, ja. Guck, da ist auch noch was. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Bommel davon haben will. Nicht, dass ich den Eimer voll mache und er will gar nicht so viel. Mittlerweile wachsen in der Nordsee immer mehr pazifische Austern. Die Miesmuscheln sind seltener geworden. Aber für den eigenen Gebrauch dürfen Bommel und Heinzi welche ernten. Wenn die gekocht, wenn die gar sind, gehen die offen, die Muscheln. Dann holt man das Fleisch raus.
So, und dann werden die ins Glas reingelegt mit Essigwasser, ein Stück Cannis dabei, sodass sie süß-sauer schmecken. Und wenn man dann Appetit hat, dann kann man die abends bei Bratkartoffeln essen. Das ist ein Gedicht. Das haben früher die armen Leute hier sehr viel gegessen bei unserem Land. Eimer voll und ab nach Hause. Und hoffentlich spielt der Motor mit. Da haben wir uns was andrehen lassen, du. Sommer in Karolinensiel. Da zieht es viele an den Strand. Zu gucken gibt's hier immer was. Vor allem bei Hochwasser. Bei der Bestattungsreederei Albrecht kommt heute die Nordwind zum Einsatz. Eine sogenannte stille Beisetzung steht an. Dieter Albrecht hat Vertrauen in sein neues Schiff. Das Schiff ist sehr, sehr ruhig, fährt sich sehr gut, hat ein sehr gutes Sehverhalten. Also hat in allen Punkten eigentlich positiv überrascht. Die Vorgabe, die eigentlich war, war ja schon hoch, aber letztendlich alles noch einen Tacken besser geworden. Die Nordwind soll später auch in anderen Gewässern eingesetzt werden. Getestet wird aber im heimischen Watt. Ja, Harlesiel ist nun ja eigentlich unser Heimathafen. Hier kennen wir also jeden Schlot, sagen wir mal, also jeden Graben. Eigentlich brauchten wir hier keinen Kompass oder keine Seekarte oder ähnliches. Also hier kennt man also jeden Quadratmeter. Für eine Seebestattung braucht der Reeder die Genehmigung, die Urnen auf dem Meer aussetzen zu dürfen. Bei einer stillen Beisetzung wird die Zeremonie vollzogen, ohne dass die Angehörigen dabei sind. Markus, übernimmst du? Dann ja, ich übernehme. Kann ich dann hinten vorbereiten. Das Ganze vorbereiten. Den Fotoapparat, hast du den gelassen? Habe ich hier vorne hingelegt. Dieter Albrecht ist nicht nur Schiffsbauer, Reeder und Kapitän, sondern auch Bestatter. Für die stillen Beisetzungen auf See gibt es einen vorgeschriebenen Ablauf. Jede Urne wird fotografiert. Die Koordinaten werden in einem Protokoll festgehalten. Die Angehörigen sollen nachvollziehen können, wo die Urne ausgesetzt wurde. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Bestattung auf See. Eigentlich sind das die ganz normalen Urlauber oder Leute, die mit Wassersport zu tun haben, die Bezug zum Wasser haben. Oder auch ganz einfach, teilweise aus Kostengründen. Weil die Seebestattung ist ja nun unterm Strich gesehen deutlich günstiger wie eine Erdbestattung. Und man hat keine Grabeinfassung, keinen Grabstein, keine Folgekosten. So eine stille Beisetzung auf der Nordsee kostet etwa 500 Euro. Für die Seebestattung werden spezielle Urnen benutzt. Sie bestehen zum Beispiel aus Sandstein oder Salzkristallen. Das Material löst sich im Wasser auf und belastet die Umwelt nicht. Hinter jeder Urne steht ein gelebtes Leben. Es ist ein Mensch gewesen. Und ich denke, mit dieser Einstellung muss man an unseren Job, auf Deutsch gesagt, rangehen. Und dementsprechend würdevoll und pietätvoll die Urne beisetzen. Ob jetzt Angehörige dabei sind oder nicht, spielt für mich und auch für unsere Kapitäne keine Rolle. Es ist immer ein gelebtes Leben und es ist keine Entsorgung, sondern es soll eine würdevolle Beisetzung sein. Das Leben an der Wasserkante geht derweil weiter. Die Wattensail steht an. Karolinensiel verzeichnet steigende Gästezahlen. 2019 kamen über 180.000 Urlauber. Events wie das große Treffen von Traditionsseglern sind wichtig. Es muss was los sein im Ort. Die Gäste wollen versorgt und unterhalten werden. In dieser Sache ziehen die Dorfbewohner alle an einem Strang. An Bord der Gebrüder geht's schon wieder um die Takelage.
Der Segelkutter soll gleich den Schiffskorso anführen. Sie hissen vorher die Segel, aber der starke Wind macht ihnen zu schaffen. Herr Heinz, hier kann liegen mit der Baum. Heinz, wie läuft der Meerendal? Wenn da eine Böe oder sowas kommt, dann kann das sein, dass oben die Gaffel ganz rüber schwenkt und kriegen wir das nicht wieder runter. Und also schlimmstenfalls reißt da auch was kaputt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber wir wollen das Wasser auch aus dem Segel haben, damit nachher die Gäste, wenn die an Bord kommen, nicht nass werden. Ne? Sie nehmen zur Schiffsparade Unterstützer und Freunde der Gebrüder an Bord. Als Dankeschön für deren Hilfe. Direkt neben ihnen hat Gurken Herbert festgemacht. Kommt, Herbert. Klappt das? Herbert, super. Wunderbar. Ja, klasse. Super, ja. Herbert. So. Die Mannschaft dankt. Ja. Oder wollt ihr Geld haben? Die Gurken von Herbert gibt's nur einmal im Jahr. Zur Wattensale. Mann, ich komm im Guren. Lecker. Danke, Klinge. Ja. Lecker, lecker. Mein gut. Geht weiter. Oh, Moisur, wa, wenn Sie? Saftig sind die. Das ist ein sauer gar nicht, aber saftig. Ja, wird wo die Gurken herkommen. Ja. Also Seegurken. Hallo. Ja, haben Sie doch noch losgegangen, dass Sie gehört haben. Dann sehen, was da los ist. Heinzi und Manfred müssen zum Skipper treffen. In ihrem kleinen Ort haben die Caroline Sieler ein großes Seglerfest etabliert. Ist aber das ist dann der Stolz, der dann rauskommt, dass sich das so entwickelt hat. Also dann fangen einem doch die Augen an zu leuchten, was da entstanden ist. Dass sie von weit her hier kommen und hier das Fest mit uns feiern, das jährliche Hafenfest auf die Wattensee. Das ist dann doch, das ist dann Stolz. So, und jetzt rein. Und? Während die Skipper sich für die Parade vorbereiten, läuft nebenan bei Cindy Gerdes das Sommergeschäft auf Hochtouren. Ich hätte gern einmal Schokokaramell. Und einmal Rhabarber-Baiser, bitte. Cindys opulenten Tortenkreationen kann kaum ein Gast widerstehen. Manch guter Vorsatz wird hier gekippt. Ich teile mir gleich mit meinem Mann an, wir wollen beide abnehmen. Das sieht ja sehr lecker aus. Das ist auch nicht so schlimm, das meiste ist Luft. Ja? So, ja, kein Problem. Die Torte siegt über das schlechte Gewissen. Das sind Urlaubskalorien, die machen auch nicht dick. Im Museumshafen wartet alles nur noch auf die Parade der Traditionssegler. Und im Wattwanderzentrum Ostfriesland brummt das Geschäft. Hallo, moin. Hallo. Schön, da seid ihr. Ja, wir machen ja halt gleich die Wattwanderung. Ja. Meine Tochter hat noch eine Frage. Ja. Werden wir auch Robben sehen? Vielleicht. Ich habe mein Fernglas mitgenommen, auf jeden Fall. Das kann sein, weil wir ziemlich weit rauslaufen. Und manchmal haben wir Glück, dass wir auf den Sandbänken da draußen liegen. Schön, ja, freuen wir uns das sehr. Ich komme gleich raus, ich mache mich gerade noch fertig. Der warme Sommer gibt Joke Starthilfe. Klar hilft so ein Wetter natürlich beim Geschäft, ganz klar. Hier geht, glaube ich, klagt momentan keiner in Carolinensiel über die Geschäfte. Aber wir haben natürlich auch einiges an Vorbereitungen gehabt. Also das heißt, die Online-Plattform läuft inzwischen hervorragend, fehlerfrei. Anfragen steigern sich dort auf jeden Fall, das läuft gut. Ja. So, moin zusammen. Jetzt aber hier draußen ein bisschen was nachlegen. So. Herzlich willkommen. Mit Moin ist hier eigentlich alles gesagt in Ostfriesland. Mehr braucht man gar nicht. Ja, man ist hier so ein bisschen wortkarg im Norden. Und mit Moin reicht das aus. Mein Name ist Joke und wir gehen ins Watt. Ja, alles sehr kurz und bündig. Joke konnte einen großen Erfolg verzeichnen. Die internationale Umweltschutzorganisation WWF kam auf ihn zu, um ihn als Partner für besonders informative Touren zu gewinnen. Ich sehe das natürlich schon so als einen kleinen Ritterschlag, für so eine Organisation exklusiv solche Touren anbieten zu können.
Das zeigt, dass wir bekannt werden für, wie gesagt, eine gute Qualität an Führung, die wir hier bieten. Genau, einmal so ein bisschen so einen kleinen Halbkreis, dann können alle das gut hier sehen. Ja, das ist ja auch eine schöne Sache. Schlickrutschen, sehr schön. Ja, Spaß mit Schlick, so much fun, ne? Genau. Es muss Spaß machen auch, wie gesagt, im Watt. Das gehört auf jeden Fall dazu. Heute wird viel Wissensvermittlung zum Schutz des Wattenmeeres und was diese Landschaft wirklich so besonders macht. Auch wenn er das Geschäft mit dem Schlick ausbauen möchte, Spuren will Joke hier keine hinterlassen. Das ist unsere Grundlage. Also wir versuchen hier mit all dem Handeln und Tun, was wir machen, vorzuleben, dass es auch anders geht. Zum Wattenmeer passend, diese Landschaft hier zu schonen für weitere Generationen. Im Museumshafen geht's mittlerweile zur Sache. Die Traditionssegler starten gleich zum Schiffskorso. Die Plätze an Bord der Gebrüder sind schwer begehrt. Manfred Manott ist heute der Schiffsführer. So viel ist klar. Wann er aber losfahren soll, das ist ihm noch nicht ganz so klar. Früher war die Gesine von Papenburg, die ist jetzt aus Wettergründen hier nicht da. Und die hat eine Kanone an Bord. Und dann hat es einen richtigen Donnerschlag gegeben. Und dann wussten wir, jetzt geht's los. Und jetzt haben wir schon gerade, ne, also das wird mit dem Nebelhorn gemacht, aber das ist 200 Meter weg. Mal eben sehen, ob wir das hören. Trotz gehöriger Geräuschkulisse, das Nebelhorn setzt sich durch. Nein, los! Die Gebrüder führt als Flaggschiff die Parade an. Keine leichte Aufgabe für den Steuermann. Ich muss überall im Moment hingucken und ich sehe sehr wenig, weil die ganzen Leute da stehen. Hallo, einmal hinsetzen. Da kommt er da nicht durch. Alle Schiffe fahren heute mit Motorkraft, denn segeln wäre auf der engen Halle gar nicht möglich. Mit rund 60 Traditionsseglern im Schlepptau geht's den Fluss hinunter bis in den Binnenhafen. Vom Schiff aus hat man einen hervorragenden Blick auf die neuen Wasserbauten. Einmal im Jahr geht's als Flaggschiff vorne weg. Für die Gebrüder ist dies die Gelegenheit, Werbung für ihre Ausflugsfahrten zu machen. An Bord des historischen Segelkutters ist allerdings auch während der Parade reichlich zu tun. Was ist denn da für ein Kuddelmull hier? Ich suche das Ende hier. Oh, da kann ich gar nicht genug von kriegen. Das muss jedes Jahr so sein. Oder jeden Tag so sein. Ja. Jetzt fahren wir den Heimathafen an. Ja, du musst ihn kicken. Ja. Der Franzius, der ist so nett, der noch nicht fast mal. Aber wie du überhaupt hinkommen kannst, ne? Kann okay. Er nicht genau sehen. Der Museumshafen ist zu klein für so viel Verkehr. Die Gebrüder ist immerhin 15 Meter lang. Sie ohne Lotsen durch das Gewusel zu manövrieren, wäre heute unmöglich. Wir müssen da wieder ran und wir sind jetzt auf der falschen Fahrwasserseite, logischerweise. Weil wir mit Backbord festmachen wollen und die fahren uns in die Bedrohung hier praktisch, ne? Geh auch mal der alte Ding aber, nach der alten Fender weg. So, was das geht. Schließlich haben sie es geschafft. Ihr Schiff liegt wieder sicher am Steg. Eine gelungene Werbeaktion. Dies ist ein schwimmendes Denkmal, ein Traditionsschiff. Und wir haben keine externen Geldgeber. Wir fahren als Besatzung ehrenamtlich. Und dann brauchen wir natürlich das Publikum, die dann hier Interesse daran haben, mitzufahren.
Geschichte lebendig zu halten, das wird in Karolinsiel großgeschrieben. Und deswegen wird heute auch ein altes Rettungsmittel wiederbelebt. Die Hosenboje. Früher wurden in diesem Geschirr viele Menschen von havarierten Schiffen geborgen. Heute geht es mehr um den Spaß. Und zum Glück ist das Wasser der Hale sehr warm. Mal hoch und mal runter, das war nicht schlagartig genug. Einen wichtigen Anteil am Erfolg des Hafenfestes hat die Dorfgemeinschaft. Der Verein übernimmt seit Jahren das gesamte Catering, mittlerweile in sehr professionellem Stil. Die Einnahmen gehen in Projekte, die dem Dorf zugutekommen. Sibo Lübben ist im Vorstand und rund um die Uhr im Einsatz. Immer da, wo es gerade hakt. Mein Job ist es für alles, ein Mädchen für alles. Sie verzichten dieses Jahr auf Einweggeschirr und machen ein gutes Geschäft für ihr Hafendorf. Also wir sind gut zufrieden. Wenn die Witterung so ein bisschen bedeckt ist, dann ist das am richtigsten. Morgens brauchen wir einen Schauerregen, tagsüber auch ab und zu, und dann sind wir glücklich. Dann sind die Leute hier nicht am Strand. Nee? Für einen Abend ist Karolinsiel das Zentrum der norddeutschen Seglerszene. Und während die Skipper schon den gelungenen Tag ausklingen lassen, hat einer heute noch eine heiße Aufgabe. Boah, das darf nicht passieren. Hi. Hi. Ja, danke dir. Du machst das schon. Cindy Gerdes hat Joke zu einem Auftritt überredet. Was ist das denn hier? Macaroni? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja irgendwie wirklich sehen. Das ist der neue Strohhalmersatz. Cool. Macaroni. Macaroni. Ist ökologisch. Nachhaltig. Nachhaltig. Ne, ja. Wir auch an der Wellenlänge. Ja, unter Karolinsielern hilft man sich gegenseitig. Und wenn sie hier ein bisschen ihr Geschäft beleben möchte und dann so anders wie heute, mache ich das gern. Sie leben in einem winzigen Küstendorf. Aber für Joke und Cindy ist Karolinsiel ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Von so Häfen geht immer eine Art Freiheit aus. Und mit dem Schiff unterwegs zu sein, ist Freiheit, ja, natürlich. Und lässt vielleicht mehr Kreativität zu. Und ja, schauen wir mal weiter, wie das hier sich ergibt in der nächsten Zeit. Joke, gar kein Problem, wir tauschen gleich. Woanders ist für Cindy keine Option. Ich wünsche mir wirklich, dass es einfach so bleibt, wie es ist. Ich bin hier wirklich angekommen. Ich bin hier zu Hause. Ich bin glücklich.